Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery 1694. Sound machen wir gleich leiser, Leute. Leute! Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann! Scheiße! Halte Kurs auf die Insel! Ich halte sie auf! Ich mach gleich leiser, sobald wir hier durch sind, ja. Mini. Okay, okay. Shit, Motor im Eimer. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Ah, ich bin rückwärts gefahren, verdammt, Ila, ah, er ist halt erst verdammt. Ah, die Kamera. Ja, ich kann doch nicht schneller, Mann. Rechts von dir! Nicht von dir! Oh, Scheiße! Nathan! Nathan? Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun?
Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Ja. Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche, du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Ila, Hallöchen. Sorry, ich wollte erstmal bloß schnell die Story hören, ja? Die Verlockung des Abenteuers. Jawohl. So. Ignoriere mich einfach. Du weißt ganz genau, dass ich dich nicht ignoriere, meine Liebe. Ich wollte einfach die Story jetzt erstmal kapieren. Oder noch nicht kapieren, aber den Anfang mitbekommen. So. Ja, wir haben alle geschafft, liebe Ela. Wir haben alle geschafft. Wir haben die Ärzte abgeklappert. Wir haben unsere Antworten erhalten. Wir haben Hilfe dort bekommen. Alles sehr schön. Dankeschön der Nachfrage. Und jetzt muss ich erstmal. Böser Micha, so sieht's aus. Jetzt muss ich erstmal meine Grafik ein bisschen umstellen. Warum leckt der PC bitte? Ja, deswegen kann ich ja auch nichts ändern, Ila. Kann man nichts machen. Ist aber belastend. Also für euch noch mehr als für mich. Und hoch und rüber. Oh. Ziemlich rutschig. Was ist mit dir heute wieder los, meine Liebe? Falscher Weg. Falscher Weg, sagt er. Auch keine Kamerahilfe, bitte. Ich hab gute Laune, Mann, ey, lass mich doch. Auch mal außerdem kommt eventuell meine Freundin heute zurück aus dem Krankenhaus in
Ja, das hat es erzählt, mein Lieber. Das hat es erzählt. Dieser Magen-OP. Okay. Still und leise. Hat sie hoffentlich alles überstanden? Also ich denke doch mal, dass er vielleicht schon miteinander telefoniert hat oder so. Alles gut soweit. Hoffentlich. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn? Muss erstmal wieder rinkommen. Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Wird alles gut, aber sie darf halt momentan nur Joghurt und püriertes essen. Joghurt und püriertes, okay? Gute Nacht. Na gut, da kann man aber auch schöne Sachen machen. Also unabhängig davon, ich wünsche ihr gute Besserung auf jeden Fall. Und Schritt für Schritt. Wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt hier durch oder muss ich darin? Nee, ich muss sicherlich hier durch. Jetzt hat er eben Glück gehabt, war, dass er nicht hinter mir steht. Lul. Ach, da ist er. Da hinten muss ich aufs Fenster raus. Aha. Ach, jetzt! Okay. Oh. Ist niemand da, meine Liebe. Kannst dich einfach wieder woanders hingucken? Steht sie am Fenster und raucht? Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Oh, funktioniert ja wieder bombenmäßig. Drücke B, um sich fallen zu lassen. Es gibt momentan im Spiel, da hast du FPS drauf, das konnte ich auch nicht wegbekommen, er liegt am Spiel, okay. Der Wahnsinn, wie er springt, ist der Wahnsinn. Wo muss ich denn hin? Er war doch da oben. Ach so, wenn es notwendig ist, springt er von sich aus weiter, okay. Unser Nathan. Das ist aber unschadet. Vielleicht wollte er nur einen Vergleich ziehen. Eieieiei. Sam? Isn't it? Äh?
denn? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Fräulein ist gut drauf, Namenloser. Fräulein ist gut drauf. Deswegen müssen wir das akzeptieren heute. Wie war ich mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Ist doch, wie sie ist. Aha. Wenn sie gute Laune hat, dann gibt sie mehr als 100%. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Also die Waffe habe ich hier, war Namenloser. Da kannst du nicht. Das ist Nathan seine. Da kommst du nicht. Da kommst du heute nicht drüber. Ja. Der Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zur Futter? Ziemlich. Sieht realistisch aus, aber ihr hört zum Kostüm. Also, die erinnere ich mich. Dann würde mir Twitch echt auf ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht es, Pater Duffy? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Gibt's hier eigentlich schon was zu sammeln? Schuldgefühle. Aber ich werd's zurücklassen. Ich werd's lassen. Ja, wenn Twitch das halt nicht kann, dort Unterschiede machen, dann wird halt so. Da ist und bleibt Twitch eine Lachnummer an der Stelle. Okay, wir sind gleich da. Und das ist unser Weg in die Freiheit. Okay, das ist in die Freiheit. Ach so. Aber ich denke mal nicht, so in der Story war da eigentlich nie irgendwie... Also, wenn er als Kind unterwegs war, war da eigentlich nie irgendwie was. Das war leicht. Komm. Also laut POS kannst du eine Waffe, auch wenn es ein Spielzeug ist, eine Waffe zeigen, du darfst sie bloß nicht abfeuern. Ja, das habe ich selber gesehen. So, und letztens haben wir drüber gesprochen, wenn ihr zum Cosplay gehört, sieht die Welt nochmal anders aus. Aber gut, okay, wir lassen es einfach. Doch schon. Somit kann Twitch wieder mal ein Kostüm kaputt machen. Vielen Dank Twitch dafür. Nein, ist auch egal. Ja? Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Und jetzt geht's ab nach oben. Ist euch der Zaun zu laut oder ist es in Ordnung? Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Passt, okay. Ich sehe mich heute schon, weiß ich nicht, wie oft abstürzen, weil ich die falsche Taste wieder drücke. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja, Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Ha ha ha.
Okay. Ohne Mumm, kein Rum. Ohne Mumm, kein Rum. Junge! Denk darüber nach. Du schaffst das. Na los, Nathan. No, Nathan. Hab dich! Junge! Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. So sieht's aus, Ela. So sieht's aus. Ich hab mich entschieden, den Teil ebenfalls mit Controller zu spielen, weil ich ja Teil 1 bis 3 ebenfalls auf der PlayStation mit Controller gespielt habe. Und es ging eigentlich ganz gut. Ja. Aber ein PlayStation-Controller ist ja was anderes als ein Xbox-Controller. Hier durch. Direkt hinter dir. Hajimini. Okay. Ich will noch mal kurz was gucken. Echt zehnweise, das ist ja krass. Ich denke mal, es sind die Videosequenzen, die dann natürlich nochmal anders rinjagen. Jessie, einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Hallöchen, meine Liebe. Ups, ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Hey, Respekt, mein Freund. Yeah, war da drauf. Bereit, Tarzan? Aha, okay. Also wir bleiben doch auf der anderen Einstellung. Drückt doch ziemlich nach. Jetzt, wie geht's dir, meine Liebe? Ja. Okay, weiter. Ich hatte ganz vergessen, dass du heute so früh startest. Alter, gut. Alles in Ordnung. Aha, Jimini, so ein Seilding. Ich wette nicht, bin ich erstmal tot. Achso, einfach schwingen. Yeah, Profi. Jo, was ist los? Hä? Ich bin platt von der Woche, aber sonst gut. Der macht ihr mega entspannten Samstag einfach, mein Lieber. Platt von der Woche? Was war los? Ja, wegen der Kollegen? Um Gottes Willen. Vom Quatschen her bestimmt, wa? Menschen reden, labern. Du spring hoch, Junge. Hä, warum so springst du? Kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Ah, so. So, nimm einfach das Holz. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Nee, ich glaube, hier gibt's noch nichts zum Sammeln. Hast du schon mal ist, glaube ich, rein. Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Warte hier und schau mir zu. Ganz tolle Aktion. Dankeschön, Bruderherz. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh Mist! Ah! Komm! Komm! Geschafft. Ja. Natürlich. Folge mir. Gemerkt hat, dass ich weiter nach rechts wollte, aber es ging einfach nicht.
Das kenne ich aus Teil 1 und bis 3 auch. Aber das kann auch die Kombi sein, jetzt das Ding zwischen, ja, PlayStation, Blödsinn, PC-Version. Weißt du was? Ist nur das? Bist du mal dran. Wieso? Warten. Och Mann, nö, nicht Seil schmeißen. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Noch hin und her springen zwischen verschiedenen Projekten. Unsere Software ist blöd für den Kopf, ständig umzuschalten und sich nicht auf eins konzentrieren zu können. Das lobe ich dir. Das sowas ist ja absolut brachial. Andererseits ist das wieder dieser Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich weiß es nicht. Also ich weiß bei uns, ich springe auch von Meeting zu Meeting und jedes Mal musst du was Neues machen. Allerdings ist, denke ich mal, Software wieder was ganz anderes, meine Liebe. Da bin ich voll bei dir. Ich habe eine neue Tastatur seit ein paar Tagen. Geht irgendwie noch nicht so gut. Ach, jetzt ist die Tastatur, ja? Jetzt ist Tastatur. Alter, gut. LB werfen. LB werfen. So geht das, Nate. Aha. So geht das, Nate. Wobei ich auch noch nicht sicher bin, ob ich zufrieden bin damit. Was, mit deiner neuen Tastatur? Wieso? Okay. Sonst war die Müdigkeit. Dann mal los. Woo! Es ist sicher, während des Greifens zu springen. Ob Mann, würde ich sagen. Jetzt? Die Leiter oder was? Nee. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Aha. Okay. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ne? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Oh, eine 500 Kubik Twin. Wow. Hab ich eine Ahnung? Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Ja. Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. Okay, was hast du da für Tastatur gekauft, Jesse? Da drin zu lassen? Sind wir groß in Tastenentfernung? Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen. In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich habe Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Na, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen.
Bist du bereit? Oh ja.